Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn sehr herzlich eine Frau begrüßen wollen, die schon sehr früh in dieser Krise, ich glaube, die unbequemste Frage gestellt hat und damit ein echtes Tabu berührt hat. Darf man, fragte sie, darf man diese Rechnung aufmachen? Darf man den wirtschaftlichen Schaden abwägen gegen die Menschenleben, die die Ausbreitung des Virus kosten wird? Und ihre Antwort darauf lautete damals, ja, man darf und man muss es sogar. Herr Baum an meiner Seite nickt. Und weiter, diese Krankheit zwingt uns zu Entscheidungen, sagt sie, an denen eine Gesellschaft zerbrechen kann. Boris Palmer, der Bürgermeister von Tübingen, hat es deutlich härter ausgedrückt, aber wahrscheinlich im Kern genau das Gleiche gemeint. Wie beantwortet sie diese Frage also heute, jetzt, da die zum Teil wirtschaftlich katastrophalen Schäden und auch schulischen Schäden sichtbar werden? Das fragen wir Christiane Hoffmann vom Spiegel. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, wie sieht er das? Ein Mann, der auf ein bewegtes, auf ein unglaubliches Leben zurückblickt, mit seinen 87 Jahren, darf ich ausnahmsweise mal verraten, der hier mal sehr eindringlich geschildert hat, wie er als 12-Jähriger an der Hand seiner Mutter aus dem brennenden Dresden geflohen ist und der später dann Innenminister wurde, ausgerechnet im deutschen Herbst, als es vor dem Hintergrund des RAF-Terrors auch um die Frage ging, wie sehr darf ein Staat in die Grundrechte der Bürger eingreifen? Es ist im Grunde dieses ewige Abwägen. Damals Sicherheit gegen Freiheit, heute Menschenleben gegen Existenzen. Warum schützen wir das Leben um jeden Preis bei Corona, erlauben aber das Rasen, obwohl wir jedes Jahr 3000 Verkehrstote haben? Was ist mit Tabak? Was ist mit Fastfood, zumal Corona besonders für Diabetiker gefährlich ist? Und was ist zum Beispiel mit Altersarmut? Warum lassen wir zu, dass in unseren Städten immer noch 80-jährige Flaschensammlerinnen unterwegs sind? Heikle Fragen, die wir heute an Gerhard Baum stellen. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja, und wir freuen uns, dass dieser Mann heute bei uns ist, denn wir wollen uns heute mal ein bisschen genauer und intensiver mit China beschäftigen. Gibt eine interessante, irgendwie auch lustige Geschichte in dem Zusammenhang, die viel erzählt. Wer im chinesischen Internet nach Winnie Pooh sucht, findet nichts. Bilder von Winnie Pooh sind in China offensichtlich zensiert, weil Präsident Xi eine gewisse Ähnlichkeit mit dem lustigen Bären nachgesagt wird. Und die Frage ist, was kann jemand, der in der Lage ist, Winnie Pooh verschwinden zu lassen, was kann der noch? Dieser Mann sagt eine Menge und wir wollen ihn fragen, wie weit reicht der Einfluss der chinesischen Propaganda mittlerweile in Europa? Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang ein sehr seltsames Interview mit einem WHO-Funktionär, das wir gleich zeigen werden? Und was meint er, wenn er von Mundschutzdiplomatie spricht? Herzlich willkommen, Omid Nuripur. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Und wir sind sehr gespannt zu hören, wie dieser Mann hier auf China schaut. Unternehmer, Investor, bekannt aus der Höhle der Löwen. Einer, der im Leben von Millionen Menschen eine Rolle spielt, hilft beim Gemüseschälen, sorgt dafür, dass hinterher das Besteck nicht von fiesen Rostflecken befallen wird und verbindet sehr hässliche Wörter wie Abfluss mit so schönen Wörtern wie Fee. Millionen solcher Produkte verkauft er den Deutschen, so gut wie alle produziert in China. Wir wollen heute mal erfahren, wie läuft dieses Geschäft? Wie wichtig ist China für uns wirklich? Er sagt, wenn ich ab morgen alles in Deutschland produzieren würde, wäre ich übermorgen pleite. Herzlich willkommen, Ralf Dümmel. Ja, und wir schalten gleich auch zu unserem Korrespondenten Ulf Röller, der da schon wartet in Peking, der jetzt das erste Mal seit dem Ausbruch wieder durch China reisen durfte, eine tolle Reportage gemacht, die vor unserer Sendung gelaufen ist und faszinierende Bilder mitgebracht hat. Guten Abend nach Peking, Ulf. Guten Abend. Zunächst aber hier zurück nach Hamburg, Herr Baum. Ich habe es eben schon gesagt, unerlaubterweise, 87 sind Sie. Darf ich Sie ganz persönlich fragen, Sie als Mitglied der Corona-Risikogruppe, wie erleben Sie diese letzten Wochen? Wie reisen Sie? Wie leben Sie gerade? Also ich reise wenig, muss ich sagen. Es gibt auch eigentlich wenig Gelegenheiten, nicht? Also ich halte mich zurück, passe auf und bin aber nicht von Angst erfüllt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich in einer Todeszone bewege. Sie gehen angstfrei durchs Leben, ja? Ja. Einigermaßen mutig und umsorgt natürlich in der Häuslichkeit, in der man heute ist. Und ich habe ja im Gegensatz zu vielen anderen habe ich ja eine angenehme Häuslichkeit. Ich lebe nicht mit vielen Kindern in einer kleinen Wohnung und ich habe auch keine Kita-Probleme. Also ich bin Rentner, wenn Sie so wollen. Ein immer noch aktiver, aber etwas dem aktiven Leben entrückter Rentner. Wie fällt Ihr Urteil über die Politik aus im Moment? Also im Grunde gut. Also wir haben ja eines hingekriegt. Wir haben uns im Rahmen unseres Grundgesetzes
bewegt. Das ist ernst zu nehmen. Die anderen Staaten, Frankreich, Spanien, Italien, haben Notstandsgesetze. Wir haben uns im geltenden Recht bewegt. Mhm. Wir haben abgewogen, was Sie, ja, Frau Hoffmanns, gesagt haben. Wir haben zwischen Grundrechten abgewogen und haben dann zunächst mal sehr rigoros reagiert. Aber das Wichtige ist, dass wir immer wieder geprüft haben, ist das notwendig? Das Wichtigste ist die Verhältnismäßigkeit. Ist das noch Verhältnismäßigkeit? Und wir haben einen Rechtsstaat, der funktioniert. Mhm. Wir haben Gerichte, die korrigieren. Die korrigieren, wenn die korrigieren es massiv. Da und dort zu Fehlern kommt. Wir haben gewisse Defizite. Das Hauptdefizit in meinen Augen ist die mangelnde Mitwirkung der Parlamente. Die Parlamente diskutieren, aber die Parlamente müssen in kürzeren Abständen die Grundentscheidung treffen, ob das noch so geht. Und sie dürfen nicht so viel an Ermächtigungen den Regierungen überantworten. Deshalb ist das Infektionsschutzgesetz revisionsbedürftig. Also der Parlamentarismus ist jetzt auch da, nicht nur die Regierung. Genau, es ist eine neue Phase, die jetzt anbricht. Das ist auch eine spannende Phase. Sagen noch mal ganz kurz gefragt, wer macht für Sie da im Moment die beste Figur? Auch von den Ministerpräsidenten. Ist es eher Söder, ist es eher Laschet, um es mal zuzuspitzen? Ich weiche der Frage aus. Eine Mischung, würde ich mal sagen. Der Söder hat mich durchaus beeindruckt. Der hat Qualitäten, die auch sichtbar werden, über die Sache hinaus. Er hätte ihm gar nicht zugetraut. Manche Leute sagen, er ist opportunistisch. Das kann ich nicht einschätzen. Aber er macht einen doch resoluten Eindruck und steht zu seiner Sache. Aber Laschet auch, auf seine Weise. Also das ergänzt sich irgendwo, finde ich. Und wir werden ja sehen. Ich merke gerade, Sie sind vom diplomatischen Dienst. Ich bin ganz unsicher, wen ich zum Bundeskanzler wählen würde. Also heute ganz, ganz unsicher. Okay, aber Sie haben ein, zwei Namen haben Sie im Kopf, ja? Ja, mehr gibt es ja eigentlich nicht. 4, 5 oder so. Okay. Ist aber heute nicht unser Thema. Ich stelle Ihnen eine einfachere Frage. Sind Sie eher im Team Kubicki oder eher im Team Lindner? In keinem. So schlimm? In keinem von beiden. So schlimm? Ich bin vielleicht im Team Stamp, ja? Oder nein, also ich habe eine gewisse Distanz. Schämen Sie sich dafür? Irritiert das klingt jetzt gerade so. Oder schämen Sie sich dafür? Nein, ich schäme mich nicht. Ich bin ein bisschen irritiert über diese Sprunghaftigkeit der FDP. Und ich vermisse so eine Linie. Wo geht es hin mit dem Liberalismus? Wie wollen wir morgen in Freiheit leben? Das muss eine Perspektive sein, die ich verstehe. Wo also die einzelnen Dinge dann auch sich erklären lassen, die man macht. Also ich finde, die FDP muss fundierter daran gehen, wie die Gesellschaft morgen aussieht. Und sie muss das Lebensgefühl der Menschen erreichen. Ja? Das ist nicht nur nüchterne Kalkulation im Steuerrecht oder im Wirtschaft. Denn die Menschen haben Gefühle, sie haben Sehnsüchte, immer Ängste. Und darauf muss man eingehen. Ja, darf ich Sie mal fragen, wie Sie dieses Zitat von Wolfgang Kubicki wahrgenommen haben, der irgendwann sagte, ich meine, immerhin Vizepräsident des Parlaments, der sagte bei einer Gelegenheit, als das Robert-Koch-Institut wieder seine Pressekonferenz abhielt, Herr Wieler und andere, sagte, dass die R-Zahl jetzt wieder Richtung 1 geht, die Reproduktionszahl, das ist, ich zitiere, politisch gewollt. Na, das ist natürlich, also diese ganzen Äußerungen, diese Bundestagsvizepräsident. Naja, das ist für mich nicht akzeptabel. Also die ganzen Angriffe auf die Wissenschaft verstehe ich nicht. Und im Grunde, warum bestraft man eigentlich den Boten? Das Problem ist das Virus. Und immer diese Wissenschaftsschelte aus den Reihen einer Partei, die eigentlich der Vernunft verbunden ist, das verstehe ich nicht. Da gibt es unterschiedliche Meinungen unter den Wissenschaften. Ich habe hohen Respekt, dass die auch suchen, dass da eine Kontroverse stattfindet, eine wissenschaftliche. Wie Bild das jetzt ausmünzt, sozusagen im politischen Tagesgeschäft gegen Drosten, das halte ich für falsch. Wir brauchen die Wissenschaft und im Grunde legen sie die Grundlage für die Reaktion, ich glaube, von 115 Staaten, überall die gleiche Grundeinschätzung. Also ich meine, dieser Grundkonsens, den wir haben, der war richtig. Und wir müssen jetzt nur wirklich, wirklich minutiös überprüfen, ist das noch gegeben? Und was schleppen wir möglicherweise in die Zeit nach Corona? Ein übertriebenes Sicherheitsbedürfnis, dass man sich immer mehr auf den Staat verlässt. Es gibt also so Anzeichen beim Versammlungsrecht, das ist ja ganz entscheidend für die Demokratie, dass sich da was hineinschleichen könnte in die Zeit nach Corona.
müssen wir sehr aufpassen. Also wir dürfen nach Corona keinen Sicherheitsvirus haben. Wir müssen das alte Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit aushalten und wieder zu ihm zurückkehren. Und wir haben, Sie haben das eben erwähnt, wenn jemand auf der Autobahn ums Leben kommt, ist das meistens sein Fehler oder der Fehler anderer. Wenn er sich zu Tode raucht, ist das sein Fehler. Aber hier geht es darum, dass der Staat, wenn er Menschenleben retten könnte, das auch tun muss. Das ist das Lebensrecht. Das ist die entscheidende Frage. Da sind wir jetzt auch schon mittendrin, Frau Hofmann, in genau diesem Dilemma. Ich fand das interessant, dass Sie das schon im März war das, haben Sie genau dieses Thema beschrieben und dieses Dilemma beschrieben. Sie schrieben damals, darf man den wirtschaftlichen Schaden des Lockdowns abwägen gegen die Menschenleben, die eine Ausbreitung des Virus kosten würde? Und sagten dann, ja, man darf, man muss das sogar. Welche Reaktion haben Sie darauf bekommen? Sehr, sehr unterschiedliche. Das war das Interessante. Ich habe viele Zuschriften auf diesen Leitartikel, was das ja damals bei uns war, bekommen. Und keiner davon war in irgendeiner Weise ausgewogen, sondern es war entweder der pure Hass oder die totale Zustimmung. Das ist relativ selten, dass ein Artikel wirklich so schwarz-weiß Reaktionen und so viele Reaktionen noch bekommt. Das hat richtig polarisiert. Super polarisiert. Meine Motivation war damals, ich hatte das Gefühl, also das war ja zu einem Zeitpunkt, wo wir noch reingingen in die Beschränkungen und das sich verstärkte, dass es wie ein Verbot, ein Tabu gab, darüber nachzudenken. Erstens, wie kommen wir hier wieder raus? Und zweitens, was sind die Kosten? Und das hat mir Angst gemacht, das muss ich sagen, weil ich finde, das ist in der Demokratie darf das nicht sein, dass da ein Thema auch mit dem moralischen Vorzeichen tabuisiert wird. Es war so ein bisschen die Haltung, wir müssen jetzt die Risikogruppe schützen, was ich ja im Prinzip teile. Aber die Angst, darüber zu sprechen, was es kostet, die halte ich für total falsch. Und das war für mich die Motivation, das damals zu schreiben, obwohl ich auch wusste, wie heikel das ist und versucht habe, das vorsichtig zu formulieren. Ich verstehe auch, dass das Aufrechnen von Menschenleben bis zum gewissen Grad in der Gesellschaft tabuisiert wird, wenn es irgendwie geht. Ich kann das verstehen, dass es da ein Tabu gibt. Trotzdem glaube ich, dass es in so einer Situation, in der wir sind, einfach ausgesprochen werden muss. Also Sie haben das Verfassungsgericht, die Verfassung auf Ihrer Seite. Nicht? Ich habe Urteile erstritten zum Luftsicherheitsgesetz zum Beispiel. Da wird das Lebensrecht ganz eng an die Menschenwürde geknüpft. Oder bei Abtreibung zum Beispiel. Nicht? Das, die beiden Abtreibungsurteile des Bundesverfassungsgerichts. Das Lebensrecht ist, also wenn Sie und ich so argumentieren, sind wir auf dem Boden der Verfassung. Nicht Schäuble, der hat sich ein bisschen entfernt. Reden wir gleich noch mal drüber über Herrn Schäuble. Ich würde gerne Herrn Dümmel an dem Punkt ins Spiel holen. Wie haben Sie diese Diskussion verfolgt? Diese Debatte, die Frage, darf man das sozusagen abwägen? Ja, auf der einen Seite geht es darum, möglichst viele Todesfälle zu verhindern. Auf der anderen Seite hat man aber die Wirtschaft. Ich meine, Sie haben Unternehmen. Wie viele Mitarbeiter haben Sie? 400. 400 Leute und sind extrem abhängig davon, dass diese Kreisläufe weiterlaufen. Ja, ja, wir müssen höchstes Sicherheitskonzept fahren, gleich zu Beginn schon. Ja. Aber um auf die Frage zu antworten, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Schwarz-Weiß, also ich glaube nicht, dass es da so gibt, ja, so in der Mitte, sondern entweder sagt man von wegen total dagegen oder ja, es muss erlaubt sein. Genau. Ich denke, also erlaubt sein, ich meine, wir sind in der Demokratie, erlaubt sein muss erstmal alles zu diskutieren, dass man das abwägt und sagt, was passiert oder nicht. Und jeder würde ja, auch der abwägt, wird ja sagen, das Menschenleben steht an oberster Stelle und wir müssen alles retten, was wir retten können. Auf welcher Seite stehen Sie? Ja, ich weiß gar nicht, ob es da eine klare Seite gibt. Ich glaube, ich glaube, das Problem ist einfach, dass man ja nicht vergleichen kann. Also nehmen wir den Lockdown. Hätten wir den nicht gemacht, wie schlimm wäre es gewesen? Ja. Das weiß ja keiner. Wir haben 81 Millionen Bundestrainer immer gehabt beim Fußball. Jetzt haben wir 81 Millionen Virologen und Wissenschaftler, die alle irgendwo ihre Meinung haben. Ich finde es sehr, sehr schwer, weil die logischerweise auch ihre Meinung ändern bei etwas, was es noch nie gab in der Form, dass sie wirklich auch eine Entwicklung, das machst du in einem Unternehmen auch, du entscheidest auch, du musst auch die Kraft haben, sagen, das war falsch, ich muss was ändern. Und die ganze Diskussion, Maskenpflicht, ja, nein oder so, dass man sagt, nee, muss man nicht und dann muss man es doch. Ja, das macht ja erstmal keiner mit Absicht, weil er sagen will, in zwei Tagen stelle ich mich hin, erzähle was anderes. Also insofern glaube ich,
das ist gerade das, das Problem des Neuen. Das verstehe ich, aber wie viele schlaflose Nächte hat man denn, wenn man 200 Mitarbeiter hat, wenn man merkt, oder 400, man merkt, dass die Lieferketten aus China unterbrochen sind, dass dann nichts mehr funktioniert. Da steht man doch immer vor existenziellen Themen. Da hat man schon schlaflose Nächte, weil man aber auch den Prozess ja nicht weiß, wie es weitergeht. Ich war, oder unser Unternehmen hat von Corona mitgekriegt, da wusste in Deutschland keiner, wie man Corona schreibt. Sie haben das sehr früh. Naja, durch Lieferketten. Ja. Also in Asien war das ja viel früher ein Thema. Da hätte nie einer gedacht. Auch wir hatten jeden Tag mit Corona zu tun, aber nicht annähernd gedacht, dass wir das irgendwann hier Richtung Europa und dann in Deutschland und selber und Lockdown. Das war, für mich war die erschreckendste Nachricht eines Tages, als also dieses, da wo es entbrannt ist, in Wuhan, das wurde relativ schnell abgeriegelt. Und irgendwann hat ja ganz China zugemacht. Mhm. Und ich gehe seit 29 Jahren mehrmals im Jahr nach Asien und auch nach China. Und so ein Land abschließen in China, das machen die nicht so schnell. Und ich habe die Zahlen verfolgt und habe gesagt, oh, 700 Tote. Ich meine, im Land von 1,3 Milliarden, da stirbt jede Minute an einem Unfall mehr. So, dass ich gesagt habe, oh, was ist da los? Ist da viel mehr los? Wissen die schon was und so weiter? Und dann ging es irgendwann los, dass du merkst, oh, der Virus hat keine Grenzen, der braucht auch keinen Reisepass, der kommt irgendwie näher. Und dann machst du dir als Unternehmen schon Gedanken. Und wenn du dann auch unternehmerisch in einer gewissen Abhängigkeit stehst, dass viel da produziert wird, dann denkst du schon jeden Tag drüber nach, wie geht es jetzt eigentlich weiter und was passiert. Herr Nuripur, auch an Sie diese Frage, die Frage dieser Abwägung. Bin mir sicher, auch Sie haben diesen Gedanken oft bewegt in Ihrem Herz und in Ihrem Kopf. Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Ja, es ist ja eine große Debatte. Und Frau Hoffmann hat ja recht zu schreiben, das ist die wichtigste Frage, die man stellen muss, der Abwägung. Grundrechte auf der einen Seite, ökonomische Zyklen auf der einen Seite und Schutz des Lebens auf der anderen Seite. Der Ethikrat hat sich damit ja auch beschäftigt und ausführlich auch darüber geschrieben. Und es ist ein Parameter auf Platz 1 des Tuns der Politik und das ist die Verhinderung, die Vermeidung von Tirage. Also dass Ärzte entscheiden müssen, weil die Systeme so überlastet sind im Gesundheitsbereich, wen man denn jetzt rettet, wenn man drei Patienten vor sich hat, weil man sich nicht um alle drei gleichzeitig kümmern kann. Und das haben wir bisher hervorragend hingekriegt. Ich bin sehr bei Herrn Baum. Aber das sagt man immer so, wir haben das bis jetzt hervorragend hingekriegt. Ich bin mir dass wir die Tirage verhindert haben. Aber haben wir, was haben wir sonst ausgelöst? Das ist ja richtig, da komme ich ja gerade hin. Das ist ja richtig. Aber man muss grundsätzlich natürlich auf alles gucken. Ich folge jetzt mal ein ganz kleines Beispiel, was so gar nicht klein ist. Mhm. Was macht das eigentlich mit Kindern, wenn sie so lange zu Hause sind? Ja. Wir reden ja die ganze Zeit davon, was das für eine Belastung für die Eltern ist. Ist es ja auch, es ist immens. Mhm. Ich habe auch ein Kind zu Hause und versuche nebenher noch meine Arbeit zu machen. Meine Frau hat auch einen systemrelevanten Job. Es ist eine Riesenbelastung. Aber was macht das mit einem Kind, was in meinem Fall 10 Jahre alt ist? Was macht das mit einem Kind, was 1,5 Jahre alt ist und gerade dabei ist, das Immunsystem fürs Leben aufzubauen, aber jetzt nur noch in einer kleinen Immunblase ist mit 1 oder 2 Personen? Das sind alles Dinge, die man mitberechnen muss. Und deshalb muss man natürlich grundsätzlich alles, was geht, aufmachen, solange und so schnell es geht. Aber das ist nicht eine Frage von Ungeduld, sondern das ist eine Frage, auch da bin ich bei Herrn Baum, das ist eine Frage natürlich auch der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Mhm. Wir wissen viel über das Virus, wir wissen leider immer noch zu wenig über die Krankheit und deshalb muss man vorsichtig sein und man muss vor allem ganz, ganz viel erklären. Und das ist der Job der Politik, nicht nur zu erklären, was wir warum machen, sondern auch zu erklären, was wir warum nicht machen. Mhm. Ein Beispiel. Unternehmer, ich habe ganz viele bei mir in Frankfurt, gibt es ganz viele, die unter massivem Druck stehen. Jetzt kommen die ersten großen Insolvenzfälle auch rein. Da melden sich Leute und sagen, warum führt ihr nicht flächendeckend Antikörpertests ein, um zu erfahren, wer immun ist. Und wer immun ist, kann jetzt sofort arbeiten gehen. Da gibt es Antworten darauf. Beispielsweise, dass diese Tests 2% Fehlerquote haben, was viel zu hoch ist, um das dauerhaft einzudämmen. Aber es ist unser Job zu erklären, was wir nicht tun und warum wir es nicht tun. Das gehört genauso in die Begründung dazu. Frau Hoffmann? Ja, ich wollte den Punkt mit der Kommunikation unterstreichen. Mir fehlt in der gesamten Krise eine gute Erklärung und eine vorausschauende Kommunikation. Also in dem Moment, wo wir in die Beschränkungen reingegangen sind, wurde nicht darüber nachgedacht und wurde auch nicht wirklich kommuniziert, wann können wir, unter welchen Umständen können wir da wieder rausgehen. Und jetzt, wo wir diese Lockerungen sehr schnell durchführen, wird
nicht darüber nachgedacht und überhaupt nicht darüber gesprochen, dass wir eigentlich in einem Verfahren von Trial and Error sind. Ja. Und das werfe ich der Regierung auch wirklich vor, dass die nicht jetzt schon vorbeugend sagt, wir versuchen das jetzt, aber es kann sein, dass wir das alles wieder rückgängig machen. Leute, stellt euch darauf ein. So wie das jetzt im Moment läuft, entsteht der Eindruck, als seien wir eigentlich unausgesprochen auf dem Weg zum schwedischen Modell. Und hätten uns darüber auch schon verständigt, dass das so okay ist. Also bis heute ist nicht im Grunde klar kommuniziert, was eigentlich der Plan ist, was eigentlich das Ziel ist, was wirklich die Strategie ist. Und unter welchen Bedingungen wir auch das wieder zurücknehmen. Mhm. Es wird so getan, als sei das überhaupt gar keine Option, dass jemals Lockerungen wieder rückgängig gemacht werden. Das wird ganz schwierig. Aber das wird umso schwieriger, je weniger man darüber spricht. Weil es auch kleinteilig ist. Man muss jetzt darüber sprechen. Ja. Sonst haben wir, wenn jetzt eine zweite Welle kommen sollte, was niemand weiß und natürlich keiner hofft, dann haben wir ein totales Chaos. Also was ich positiv sehe, so verdammt wichtig, dass man die Perspektive sieht, also dass man schon mitteilt, weil das ist ja das große Problem, was Sie jetzt haben, die Insolvenz. Die wissen nicht, wie es weitergeht. Darf ich aufmachen? Ein Restaurant darf nur so und so viele Gäste? Lässt sich das überhaupt rechnen? Und diese ganzen Geschichten, wo wirklich Leute verzweifelt sind. Und ich glaube auch, dass diese Perspektive so wichtig ist, um Mut zu fassen, um wieder die Kraft zu haben nach vorne. Es ist wie mit der Schule. Ja. Einige gehen 2 Stunden die Woche in die Schule, andere gehen jeden Tag einmal ganz kurz, aber wenn du 2 Stunden in der Woche in die Schule gehst, dann kriegst du gesagt von wegen, was du die Woche zu Hause machen sollst. Das hat ja mit Schule nichts zu tun. Wenn wir uns mal ehrlich machen, ist das ein Witz. Ja, also du hast in aller Regel 1 Stunde pro Woche und Leute, die ganz furchtbar progressiv sind, wie Armin Laschet, sagen, wir versuchen 2 Stunden pro Woche. Also das kann es doch nicht ernsthaft sein. Und da bleiben ja auch Bildungsbiografien auf der Strecke. Das ist richtig, wobei ich noch sagen muss, es ist selbstverständlich, unser Job zu erklären, Und zu sagen, was wir machen, was wir nicht machen. Mhm. Ich bin selber, Frau Hoffmann, das ist der Job in erster Linie auch, ist zu erklären, dass das, was wir sagen, Vorläufigkeiten hat und warum es so ist. Es gibt Leute, die Unternehmen haben Verantwortung ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber. Die brauchen erst recht diese Perspektive. Ich muss aber auch sagen, dass es Momente gibt, wo ich wirklich mit meinem Latein am Ende bin. Ein Unternehmer aus meinem Wahlkreis meldet sich oder hat 3 Clubs in Frankfurt und sagt, ich habe jetzt schon 250.000 Euro Mietschulden. Jetzt jenseits davon, ob ich das überlebe. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt Kredite bekomme, wann ich die zurückzahlen soll. Sag mir doch mal verdammt, wann ich aufmachen soll. Ich fühle mich jetzt derzeit nicht imstande zu sagen, wann die Clubs aufmachen. Haben Sie das Thema auch, Herr Dümmel? Also Verbindlichkeiten, Gehälter, Dinge, die Sie bedienen müssen. Das Geschäft läuft aber nicht jedes weiter. Jedes Unternehmen hat ja, ich bin da noch in der glücklichen Lage, ich werde der Letzte sein, der sich beschwert, weil wir haben auch viele Kunden, die geschlossen haben bei uns. Genau. Wir hatten Online-Teleshopping, der Markt ist gewachsen. Also das waren wir dann flexibel genug und konnten gewisse Dinge ausgleichen. Wir haben sofort einen Investitionsstopp gemacht. Als wir gemerkt haben, es wird schlimmer, haben wir gesagt, hier wird nichts mehr investiert im Moment, solange wir nicht wissen. Erstes Gebot, 400 Arbeitsplätze. Nach der Krise immer noch 400 Arbeitsplätze, kein Mitarbeiter entlassen. Das war das oberste Gebot. Und wir haben gesagt, wenn relevante Dinge kommen, die Feuerschutztür ist kaputt, dann muss sie ersetzt werden. Aber alle anderen Investitionen haben wir, weil wir nicht wussten, was passiert, auf Stopp gesetzt und haben, glaube ich, da ein recht gutes Krisenmanagement gehabt. Sie haben plötzlich Masken verkauft und Mundschutze verkauft. Das haben wir auch aufgrund unserer guten Kontakte, hatten wir da dann Möglichkeiten und konnten auch dadurch gut was ausgleichen. Aber jedes Unternehmen hat dann Mieten, Verpflichtung, du hast mittlerweile Familien, die dranhängen. Aber da merken wir doch jetzt schon hier, wie es sozusagen brodelt. Brodelt in unserer Gesellschaft. Das ist doch wunderbar. Wir haben eine Diskussion, eine leidenschaftliche Diskussion. Ja. Ich hätte mir die Diskussion 2015 bei der Migration, bei der großen Flüchtlingswelle gewünscht. Da ist vieles unterdrückt worden. Jetzt kommt alles raus. Manches ganz wirr und abseitig. Mhm. Aber wir sind in einem Prozess des Nachdenkens und auch der Kontroverse. Das ist doch wunderbar. Der Kontroverse möglicherweise ja. Aber Frage an Frau Hoffmann. Ich habe die Reaktion zum Beispiel der Kanzlerin in der vergangenen Woche und auch in dieser Woche so gelesen, da ist im Grunde jemand mit seinem Latein am Ende und schmeißt den Ministerpräsidenten faktisch die Brocken hin und sagt, wenn ihr alles besser wisst, macht doch euer Ding alleine. Ja. Wie haben Sie es gelesen? Ganz genau so. Da war meiner Meinung nach eine große Portion Resignation drin.
als sie sich nicht mehr durchsetzen konnte, mit ihrem ja eher zurückhaltenderen, vorsichtigeren Lockerungskurs und die Ministerpräsidenten oder viele jedenfalls eindeutig weitergehen wollten. Da hat sie praktisch gesagt, macht euer Ding alleine, ich wasche meine Hände in Unschuld und so weiter. Aber das, und das geht natürlich nicht. Ja, das ist auch, sie ist ja gar nicht zuständig. Im Zent, ja, na, aber psychologisch, psychologisch ist es doch wichtig. In einer Krise, von der sie selbst sagt, das ist die schwerste Krise dieses Landes seit dem Zweiten Weltkrieg, kann das Zentrum der Macht in Deutschland nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, dann macht halt ihr, was ihr wollt. Das geht nicht. Da müssen Leitlinien vorgegeben werden. Es geht nicht um Regelungen im Detail, wann welche Schule wieder aufmacht, sondern es geht um große Linien und es geht ganz, ganz stark um die Kommunikation. Also, aber es gab doch. Und ich glaube aber, dass sie das ein bisschen jetzt, glaube ich, auch selbst gemerkt hat, denn ich habe die Pressekonferenz, die sie heute gegeben hat, zusammen mit den Ministerpräsidenten der Ostländer, schon so ein bisschen als eine Kurskorrektur verstanden, dass sie da wieder gesagt hat, der Bund ist da, der Bund will was und ich will hier keine Leerstelle lassen. Aber da fielen auch in dieser, Entschuldigung, will jetzt keinem zu nahe treten, aber in dieser Pressekonferenz auch Sätze, die eigentlich so klassische Merkel-Sätze teilweise waren, die vorne immer anfangen und dann ganz lange weitergehen und am Ende weißt du nicht mehr, worum es vorne eigentlich ging. Also zum Beispiel zum Thema Bodo Ramelow, der sein Ding jetzt macht und nach vorne geht und sagt, wir heben alle Maßnahmen schlicht und ergreifend auf. Das ist der Plan. Ist das verantwortbar? Ist das ein guter Weg zu sagen, auf diese Art und Weise lassen wir zu, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht? Ehrlich gesagt, ich bin ein großer Fan des Flickenteppichs und des Föderalismus. Okay. Ich finde, dass gerade in dieser Krise das total richtig ist, kleinteilig zu reagieren. Mhm. Und ich habe auch ein gewisses Verständnis für Bodo Ramelow, dass er sagt, wir haben hier in Thüringen an einem Tag noch 6 Neuinfektionen. Da kann ich den Leuten nicht mehr erzählen, warum jetzt alle diese Maßnahmen um Leben und Tod, weiter greifen müssen. Mhm. Ja, weil es nicht mehr darum geht. Und insofern, ich glaube, er hat verstanden, dass er das nicht gut vorbereitet hat, dass er schlecht kommuniziert hat. Er ist ja auch zurückgerudert. Aber grundsätzlich, dass Bundesländer... Morgen unser Gast. Bin sehr gespannt, was er dazu erzählt. Dass Bundesländer unterschiedlich entscheiden, und dass es sogar bis auf der Landkreisebene da unterschiedliche Maßnahmen ergriffen werden, das finde ich persönlich total richtig. Ich weiß, darüber kann man sehr streiten. Aber was hat die Kanzlerin dann noch zu sagen? Total richtig. Wenn Sie gerade auch einfordern, führen von vorne, darum geht es ja. Ne? Na gut, also hat total viel mit Kommunikation zu tun, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, das ist mehr eine Rolle von erklären, mahnen und so weiter. Das ist nicht zentralistische Ansagen machen. Man muss eine Autorität haben, die man einfach hat. Ja, und diese Haltung, so ein bisschen beleidigte Leberwurst, wenn ihr nicht auf mich hört, dann mache ich hier nicht mehr mit, das geht halt nicht. Also, eine führende Position bedeutet natürlich nicht, dass man den Föderalismus wegdiskutieren kann. Ich bejahe den Föderalismus, auch wenn er manchmal unbequem ist. Mhm. Der Söder will ihn jetzt auflösen, will Bundeskompetenzen in das Infektionsschutzgesetz reiten. Ausgerechnet ein Bayer will dem Bund was geben, ganz außergewöhnlich. Verrückte Zeiten. Ganz verrückte Zeiten. Also ich finde, dass wir müssen den Föderalismus akzeptieren. Und jetzt kommt ja wieder ein Bundeselement hinein. Das Konjunkturpaket, ein Riesenpaket für die einzelnen Bereiche, wird diese oder nächste Woche vorgestellt. Das ist Bundesinitiative. Die Regierung legt das vor. Mhm. Das Bundesparlament muss darüber diskutieren. Ich bin hoch engagiert in Sachen Künstlerhilfe. Wir erwarten, dass die Kultur endlich da entlastet wird, insbesondere die freiberuflichen Künstler. Für die ist gerade wahnsinnig schwer. Aber da das Thema, lass uns noch mal ganz kurz an dem Punkt bleiben, Eigenverantwortung. Das ist ja das, was Bodo Ramelow einfordert. Er sagt, Sicherheit ist eine ureigene Verantwortung eines jeden Menschen. Hat er da nicht einen Punkt? Hat er da nicht recht? Ich weiß, in den Anfängen der Diskussion war es nie zulässig, im Grunde zu sagen oder darauf hinzuweisen, dass wir ja auch zum Beispiel im Winter 2018 hatten wir, glaube ich, 25.000 Influenza-Tote in diesem Land. Jetzt kann man sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja. Da gab es natürlich ein Gegenmittel, ein Impfstoff. Ja, aber die sind trotzdem tot, die Leute. Es sind 25.000 Menschen gestorben und das nehmen wir so hin. Es ist sogar so, dass wir auch eine Impfung haben, aber nur ein kleiner Teil der Leute lässt sich überhaupt gegen Grippe impfen. Das heißt, das nehmen wir sozusagen hin, weil wir sagen, gut, aber wir sagen, das ist die Freiheit des Einzelnen,
zu entscheiden, lasse ich mich impfen oder nicht. Und wenn es schief geht, geht es eben im Zweifel schief. Aber die Frage ist, gefährden wir andere? Nicht? Das ist hätten, die Frage. Hätten wir eine Impfpflicht gehabt, wären keine 25.000 richtig. Menschen gestorben. Ja. Also diese Freiheit lassen wir an dem Punkt. Anderes Beispiel, Autofahren, haben wir eben schon kurz darüber gesprochen, 3.000 Verkehrstote jedes Jahr, lassen wir geschehen, weil wir sagen, da gibt es die Freiheit, Auto zu fahren, und die wollen wir den Menschen geben. Anderes Beispiel, man kann sagen, Autofahren ist sozusagen etwas, das mache ich aktiv, da setze ich mich rein, ist meine Entscheidung, ob ich mit 200 über die Autobahn fahre, aber ob ich schlechte Luft zum Beispiel atme oder nicht, ist nicht meine Entscheidung. Nein. Es gibt keine andere Luft, sondern ich muss atmen, was ich atme. Ja. Wir haben, glaube ich, 800.000 Menschen weltweit, die jedes Jahr an schlechter Luftqualität sterben, Lungenkrankheiten und so weiter. Nehmen wir so hin. Ja. Der Unterschied ist, dass 3.000 Verkehrstote, alle tragisch, nicht dazu führen, dass das Verkehrssystem unter Druck ist, bis hin dazu, dass es kollabiert. Und das ist das, was weiterhin zu befürchten ist bei einer Pandemie. Dass dann andere Leute darunter leiden müssen, sozusagen. Es gibt jetzt beispielsweise bei dieser Großöffnung, die jetzt angekündigt worden ist, diese Quote 50 Infizierte neu pro Woche a 100.000. Zu Zeiten, Großstadt Berlin beispielsweise, zu Zeiten, als die Gesundheitsämter komplett überfordert waren, und die gab es, in denen es Tage gedauert hat, bis ein Testergebnis da war, bis eine Quarantäne eingerichtet worden ist, war die Neuinfektionszahl weit niedriger. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie in den letzten 3 Monaten jetzt das Personal von Gesundheitsämtern jetzt plötzlich um einiges gewachsen ist. Das ist das Ding. Das Ding ist in erster Linie das System und was es aufsaugen kann. Es ist nicht in erster Linie nur eine ethische Frage von diese Toten versus die anderen Toten. Aber das Gesundheitssystem, wie wir es in Deutschland haben, wenn ich bei dem Punkt bleibe, wichtigster Punkt ist Verhinderung der Tirage, ist mit einer Welle, die höher kommt als die, die wir bisher hatten, schlicht überfordert. Und das wollen wir verhindern. Das ist der Unterschied. Sie haben dieses Verantwortungsbewusstsein angesprochen. Ja. Gebote, Verbote. Als positiv ist ja, dass die Menschen jetzt im großen Teil der Menschen verantwortungsbewusst sind. Mhm. Sie mussten wissen, was sie machen sollen. Und möglicherweise kann man sie jetzt in dieser Verantwortungslosigkeit entlassen, indem man sagt, macht das selber. Ihr macht das selbst, Eigenverantwortung. Also ich finde das ja sehr gut. Die Menschen sind freiheitsbewusst und sie haben die Freiheitseinschränkung hingenommen und gleichzeitig verantwortungsbewusst. Ich zum Beispiel habe das akzeptiert. Aber jetzt kommt was der heißt, Zeitpunkt, Sie haben es akzeptiert? Akzeptiert, dass ich eingeschränkt bin. Nicht? Okay. Das ist, nicht, aber jetzt kommt der Punkt, wo man versuchen muss, ihnen zu sagen, macht das doch mal selber. Ja. Sie machen es ja auch. Mhm. Viele machen es. Ich merke das überall, wo ich in einen Laden gehe, auf der Straße. Ja. Menschen sind vorsichtig. Genau. Nicht nehmen Rücksicht. Das ist ja auch der Grund auf andere. Wir haben nach wie vor eine enorm hohe Zustimmung auch zu den Maßnahmen, so wie sie getroffen werden. Ne? Bei über 80, dann über 70, aber oft auch noch bis über 80%. Und meine Wahrnehmung ist auch die, es gibt einige, die sich nicht drum scheren, aber so im Großen und Ganzen gibt es diese Eigenverantwortung. Deshalb, wie gesagt, ich glaube, dass der Ramelow im Grunde einen guten Punkt nur wahnsinnig schlecht gemacht hat. Aber, aber eigentlich ist er so, wie das Infektionsgeschehen im Moment ist, nicht auf dem falschen Weg. Das kann sich wieder ändern, dann muss man neu schauen. Neu diskutieren. Ja. Aber das heißt, glauben Sie unterm Strich, wir haben dann Fehler gemacht? Wir haben sozusagen einen zu hohen Preis bezahlt oder werden wir am Ende bezahlen, auch mit Blick auf die wirtschaftlichen Verwerfungen, die das gibt. Ich glaube, wir werden eine ganz andere Debatte führen. Ja. Wir haben jetzt 10 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Wir hatten 1 Million Menschen in Kurzarbeit auf dem Höhepunkt der Finanzkrise. Das ist eine völlig andere Dimension. Ja. Das, was Jens wir haben ein Drittel der Menschheit arbeitet gerade nicht. Ja. Wir haben hunderte Millionen Menschen, die in sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern Sie nicken. Das ist richtig. Die akut auch von 150 Millionen Wanderarbeiter in Indien gerade arbeitslos. Die werden über 100 geschickt. Millionen in China zurzeit arbeitslos. So. Wenn man mit dem World Food Programm spricht, dann sagen die, sie fürchten, dass wir möglicherweise bald weltweit täglich so viele Hungertote haben werden, wie wir insgesamt bisher Corona-Tote haben. Mhm. Und zwar aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Also das sind schon enorme Dimensionen. Ich kann mir vorstellen, dass wir zu dem Ergebnis kommen werden, dass wir zu vorsichtig gewesen sind. Wir werden das ja weiter diskutieren. Wir werden das erkennen. Man wusste es natürlich vorher nicht. Wir werden das mehr wissen. Aber ich würde das
das nicht als einen Vorwurf an die Politik oder die Politiker, die das entscheiden mussten, formulieren. Ich kann total verstehen, ich glaube, es ging uns allen so, dass diese Bilder aus Italien das ausgelöst haben, das Gefühl, das darf nicht passieren, das müssen wir verhindern. Und dass man da auch nach chinesischem Vorbild im Grunde sehr drastische Maßnahmen ergriffen hat, das kann ich verstehen. Aber mir hat es sehr gefallen, dass der Jens Spahn, dem ich vieles vorwerfe, aber in dem Fall hat es mir wirklich gefallen, dass er gesagt hat, wir werden uns viel verzeihen müssen. Ich glaube, das kann gut sein, dass es so kommen wird. Weil wir es nicht Corona-Verlierer haben in unserer Gesellschaft. Zum Beispiel. Nicht? Also ich frage mich mit einer gewissen Sorge, was wird in dieser Gesellschaft passieren? Gibt es da eine Radikalisierung? Gibt es eine Zunahme von Armut, Spannungen in der Gesellschaft? Ja? Die wir werden Rechtsextremisten, die auch einen diese Spannungen Preis, nutzen. Wir, wir werden eine ganz schwierige Zeit haben danach. Ja. Nicht? Es wird nicht so sein wie vorher. Ist also richtig, der Zusammenhalt der Gesellschaft, die Bedrohung der Freiheit, das ist doch alles nicht vorbei. Die Leute werden vielleicht nach irgendwelchen Rattenfängern nachlaufen, werden sagen, das müssen wir jetzt alles national machen. Naja, Rattenfänger, also wenn man sich zum Beispiel auch die Situation in den USA anguckt, weil Sie gerade sagen, wir werden einen politischen Preis bezahlen. Wenn man sich nur mal die Statistiken auch anguckt, also für den Sohn eines Highschool-Absolventen waren die 90er, die Nullerjahre und auch das letzte Jahrzehnt ein Desaster. Diese Leute verdienen heute inflationsbereinigt 25% weniger als der Vater verdient hat. Das heißt, da war schon was im Gang, da gärt schon was seit sehr, sehr langer Zeit. Und mein Gefühl ist, diese Krise wird das jetzt noch mal beschleunigen. Das wird ein Booster für genau diese Entwicklung. Ja. Und das wird uns natürlich auch betreffen. Ne? Also dass unsere Rezession, die wir haben und die sich möglicherweise noch verschärfen wird, hat ja nicht nur mit den Maßnahmen zu tun, die wir in Deutschland getroffen haben, sondern ganz, ganz viel mit dem, was in China und in den USA vor allen Dingen passiert. Genau. Und auf das wir gar nicht beeinflussen können. Genau so ist es. Und ich sehe das wie Herr Baum. Wir wissen das nicht. Im Moment haben wir eine politische Stabilität, die höher ist als Weil wir aus einem Wohlstand heraus argumentieren. Krise auch, ja. Aber bleibt sie. Nicht? Aber das ist extrem fragil. Und wenn die Rezession, die ja noch nicht für die breite Gesellschaft nicht wirklich zu spüren ist, wenn das richtig durchschlägt, dann kann das auch politisch sich sehr böse auswirken. Ja. Wobei ich teile das alles, wobei wir auch sehen müssen, dass genau wie vieles falsch gelaufen sein kann, dass auch jetzt eine ganz andere Richtung sich drehen kann. Wir sind gerade möglicherweise zwischen der ersten und der zweiten Welle, von der wir nicht wissen, wie sie aussehen wird. Mhm. Es gibt in China wieder zunehmend Lockdowns. Es gibt Großstädte, die wieder abgeriegelt werden. Nur diesmal mit einer ganz anderen Informationspolitik. Die reden nicht drüber. Und zwar mit einer ganz anderen Härte und Systematik nicht als vorher. Wir haben im Iran seit mindestens 2 Wochen schon wieder eine riesige zweite Welle. Auch dort wird kaum darüber berichtet, weil der Staat das unterdrückt. Das heißt, es ist noch lange nicht vorbei. Ich bin total einverstanden, dass wir über alles, was Öffnung betrifft, dringend reden müssen. Es ist absolut notwendig, alle anderen Folgeschäden jenseits der Frage der Gesundheit mitzudiskutieren. Das ist überhaupt keine Frage. Aber man muss immer im Hinterkopf haben, dass wir noch lange nicht über den Berg sind. Also, weil Sie gerade das Stichwort gebracht haben, Nuripur, Lockdown weiterer Städte in China. Ulf Fröller ist uns jetzt aus Peking zugeschaltet, den wir zunächst mal sehr herzlich begrüßen. Schönen guten Abend, Ulf. Guten Abend. Ulf, kannst du das bestätigen, was Herr Nuripur gerade sagt? Dass gibt es neue Lockdowns in anderen Ecken des Landes? Und warum erfahren wir nichts darüber? Also man liest das immer wieder, dass es nicht wohl in der Preisklasse wie Wuhan gewesen ist. Mhm. Was man auf alle Fälle merkt und warum man davon nichts hört, muss man eindeutig sagen, weil die Politik sehr rigide ist. Der Staat hat es geschafft, wirklich diese Pressepolitik total zu kontrollieren. Und wir können, und deswegen war es ja auch sehr schwierig, man konnte in diesem Land nicht mehr reisen. Und dann kann man auch nicht zu den Orten fahren, von denen gesagt wird, dass sie vielleicht abgesperrt unter Lockdown sind. Was man auf alle Fälle merkt, wo man geht und steht, ist, dass weiter massiv kontrolliert wird. Es gibt diese Gesundheits-App, die muss jeder haben. Und wenn die nicht auf grün ist, quasi auf dem Handy, das eigene Bild, dann kann man mehr oder weniger sich nicht bewegen in der Stadt oder man kann auch nicht irgendwo anders hinfahren. Das heißt, wenn das Signal
Kanal nicht auf grün geht, dann gehst du da auch nicht rein, schlicht und ergreifend. Wir können mal zeigen, vielleicht ist das ganz interessant. Am Anfang der Krise haben uns immer wieder Bilder erreicht, von denen wir nie so richtig verifizieren konnten, wo kommen die eigentlich her? Sind das tatsächlich authentische Bilder aus der Region Wuhan oder aus der Umgebung? Kann das ernsthaft sein? Sind das möglicherweise Fake News? Wir schauen uns das mal ganz kurz an, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was Lockdown tatsächlich bedeutet hat, damals zu dem Zeitpunkt, Ulf. Das sind die Bilder hier schon. Ja, das sind Bilder aus, genau, das sind Bilder aus Wuhan. Ich würde sagen, gefühlsmäßig ist das Ende Januar gewesen, also als der Lockdown passiert hat, bis Anfang, Mitte Februar. Mhm. Dann ist es eigentlich der Regierung gelungen, auch das Netz zu kontrollieren. Hier sieht man Leute, die mehr oder weniger die Haustür von anderen Leuten zumauern, damit sie nicht raus können, weil sie glauben, dass sie infiziert sind. Vorher, die Leute, die wir gesehen haben, wurden rausgerissen, weil man glaubt, dass sie infiziert sind und wurden in Krankenhäuser gebracht. Das wollten sie nicht, weil die Krankenhäuser völlig überfordert waren in der Anfangsphase. All diese chaotischen Bilder, die man im Netz gesehen hat, hat dann es die Regierung doch geschafft, relativ schnell mehr oder weniger zu unterbinden. Die Leute, sogenannte Bürgerreporter, die diese Bilder mit dem Handy aufgenommen haben, sind dann festgenommen worden und sind teilweise bis heute noch verschwunden. Das heißt, das waren offensichtlich, wir wollten das nicht wahrnehmen, das waren authentische Bilder. Das ist nicht immer bis zum Letzten zu überprüfen, aber man kann natürlich verschiedene Quellen prüfen. Viele dieser Bilder, das berühmteste war von einem Bürgerreporter, der heißt Fang Bin, der ist in ein Krankenhaus reingegangen und dann hat man da die Leichensäcke auf den Fluren gesehen. Also eine völlige Überforderung des Gesundheitssystems. Das wollte natürlich die chinesische Regierung nicht zeigen. Von ihm ist richtig festgehalten worden im Bild auf seinem Handy, wie die Polizei quasi seine Wohnung stürmt und ihn festnimmt. Man weiß nicht, wo er ist. Also wie gesagt, diese Bilder, teilweise diese chaotischen Szenen am Anfang der Krise gezeigt haben in China, sind wahrscheinlich sehr, sehr authentisch. Wir haben gerade, Ulf, hier über die wirtschaftlichen, ökonomischen Verwerfungen gesprochen. Wie ist das eigentlich in China? Ich habe einen Satz von dir im Hinterkopf irgendwo, wo du sagst, das Thema, dieses Virus hat auch Millionen von Aufsteigerbiografien in China zerstört. Das ist das, was wir uns nie so richtig klar machen. Das heißt, was ist da eigentlich passiert? Was für Auswirkungen hat das Ganze in China? Also ich glaube, das ist das größte Problem für die Kommunistische Partei und für Präsidenten Xi Jinping. Nicht unbedingt die gesundheitlichen Folgen von Corona. Da kann er sogar wahrscheinlich den Eindruck mit Recht gegenüber seiner Bevölkerung erwecken, dass sie es besser gemacht haben als die Amerikaner. Und das ist immer der Maßstab für die Chinesen, ob sie besser gewesen sind als die andere Weltmacht, weil sie definieren sich eigentlich auch mittlerweile als Weltmacht. Das große Problem ist, dass die chinesische Gesellschaft auch deswegen doch trotz großer Unterdrückungsmechanismen, würde ich sagen, die Mehrheit doch sehr loyal der Kommunistischen Partei ist und vor allem Xi Jinping, weil eben dieses Aufstiegsversprechen über 20, 30 Jahre von der chinesischen Kommunistischen Partei erfüllt worden ist. Die meisten Chinesen haben eine kleine oder große Aufsteigerbiografie und die ist unterbrochen. Wir haben bei unserer Reisereportage, die ich zusammen mit meiner Kollegin Stefanie Schöneborn gemacht habe, also ganz viele Leute getroffen, sehr einfaches Beispiel, die in Touristenhochburgen gearbeitet haben, dort Koch waren. Nun kann man nicht mehr in diese Touristenhochburgen fahren. Das ist ähnlich wie bei uns. Die Restaurants, alles ist zu. Die Leute verlieren ihren Job und arbeiten wieder als Reisbauer, also da, wo sie angefangen haben. Und das irritiert sie sehr. Das führt noch nicht dazu, dass sie den Präsidenten in Frage stellen würden, der fast eine gottähnliche Figur in diesem Land ist. Aber es führt dazu, dass sehr, sehr viel Frust und Unmut ist und den fürchtet die Partei. Weil du das gerade ansprichst, was passiert da eigentlich wirklich hinter verschlossenen Türen? Ich erinnere mich an den Fall von Li Fenliang, heißt er, glaube ich, dieser junge Augenarzt, der in Wuhan als einer der ersten auch versucht hat, klarzumachen, da gibt es eine Bedrohung, der dann später auch gestorben ist, der sich faktisch geopfert hat, weil er so viel Virus abbekommen hat. Wie funktioniert die Propagandamaschinerie im Augenblick? Haben die das einigermaßen unter Kontrolle oder wird das auch schwierig? Also kann das auch eine Bedrohung für diese Kommunistische Partei werden? Nach außen sieht das ja immer so aus, als würden die fest im Sattel sitzen. Aber wie ist es denn wirklich?
Also das war wirklich eine Motivation für Stefanie Schöneborn und mich, loszufahren, weil man 4 Monate nicht in dem Land reisen konnte. Dieses Coronavirus ist ja für eine Diktatur, also ich sage es mal ein bisschen zynisch, ein Geschenk, weil sie die Journalisten mit sehr guten Gründen komplett isolieren kann und festnageln kann. Und das ist das Ende von Journalismus. Gleichzeitig, wenn wir das als Beispiel nehmen, in Wuhan, was komplett zu war und kein internationaler Journalist wirklich reinkam, waren 300, habe ich gelesen, 300 Staatsjournalisten des chinesischen Fernsehens drin und haben permanente Propaganda und Heldengeschichten erzählt. Also die öffentliche Meinung ist komplett kontrolliert. Und die Botschaft, die die Leute permanent hören, ist einmal, dass China das viel, viel besser gemacht hat. Und der zweite Punkt, der sehr, sehr interessant ist und der vielleicht die deutschen Zuschauer irritieren wird, wenn man, egal wen wir gefragt haben, egal im hintersten Winkel in der inneren Mongolei, wo kommt denn das Virus her? Dann wurde entweder gesagt, wir wissen das nicht, oder aus Amerika. Keiner hat gesagt, es kommt aus China. Daran sieht man die Propaganda. China wäscht seine Hände in Unschuld und präsentiert sich als strahlender Sieger und will das natürlich auch in die Welt nach draußen tragen. Das ist das Stichwort. Omid Nuripur ist Sicherheitsexperte, Außenpolitik-Experte, den ich gerne fragen würde, wie sehr verfängt denn diese Propaganda mittlerweile auch bei uns? Ich habe in den letzten Wochen aus deutscher und auch europäischer Sicht ein paar Dinge gelesen, die ich ehrlich gesagt schwer glauben konnte. Können wir das mal an 3, 4 Beispielen versuchen, klar, festzumachen? Beispiel Italien. Es gibt in Italien, jetzt Gott sei Dank abnehmend, aber gerade zu Zeiten der Bilder aus Bergamo, ein grassierendes Gefühl, dass man im Stich gelassen wird innerhalb der Europäischen Union. Deshalb hat sich Frau von der Leyen auch später bei Italien entschuldigt. Und in der Zeit hat man einfach zugesehen, nicht nur, dass die Zustimmung zur Europäischen Union zurückgegangen ist in der Bevölkerung, sondern dass Anfang des Jahres 10% gesagt haben, China ist ein Freund Italiens, dann waren es 50%. Der Grund waren die propagandistisch doch gut ausgeschlachteten Flüge, die es gegeben hat aus China nach Italien, wo man Schutzmaterial gebracht hat. Was man dabei vergisst, ist erstens, wir haben nach Wuhan auch geliefert, im Januar noch, als Europäische Union. Das ist in China nicht besonders viel kommuniziert worden. Wir haben es hier auch zu wenig erzählt, möglicherweise. Aber das hat dazu geführt, dass der Bürgermeister von Florenz beispielsweise aufgerufen hat, öffentlich, wenn das alles mal vorbei ist, umarmt doch mal einen Chinesen. Aber wenn man hinschaut, was die denn geliefert haben, die haben 200.000 3M, also ganz normale, diese blauen Masken geliefert. Mit 200.000 Masken kann man das medizinische Personal in der Lombardei für 2 Tage versorgen. China aber erzählt, wir haben gerade Europa damit gerettet. Es gibt überhaupt diese ganzen Masken, das sind richtige Maskendiplomatie, nennen Sie das. Ja. Genau. Im Übrigen gibt es Staaten, bei denen die Chinesen teuer Masken verkauft haben, aber Teil des Vertrages mehr oder minder war, Stillschweigen darüber zu bewahren, dass man die gekauft hat, sodass die chinesische Seite erzählt hat, die hätten die gespendet. An wen? Südamerika beispielsweise. Ehrlich gesagt finde ich es jetzt seltsam, den Chinesen vorzuwerfen, sie hätten nur so wenig an die Lombardei geliefert zu einem Moment, wo wir gesagt haben, wir geben jetzt gar nichts. Das ist richtig, da komme ich ja gerade hin. Das verfängt ja deswegen, weil das Gefühl der fehlenden Solidarität da ist. Wir haben ein Vakuum hinterlassen innerhalb Europas beispielsweise, nicht nur innerhalb Europas. Und da gehen die Chinesen mit minimalinvasiven Möglichkeiten rein. Zweites Beispiel, aber das ist nicht nur sozusagen, was wir nicht gemacht haben, es ist ein Stückchen auch, was wir nicht, worüber wir nicht geredet haben. Der Präsident Serbiens, Vucic, hat sich hingestellt auf einer relativ bekannten Pressekonferenz, schreiend, europäische Solidarität sei ein Märchen, die einzigen, die helfen würden, wären die Chinesen und Xi wäre sein Bruder. Und dann hat er die chinesische Flagge geküsst, weil die Chinesen gerade Masken geliefert hatten. Was er nicht gesagt hat, war, die Hilfslieferungen wurden finanziert von der Europäischen Union. Ja. Und wir haben es auch nicht geredet. Das Problem ist nur, dass die Europäische Union dadurch, dass wir keine Schutzgüter irgendwo hingeben, die ganze Zeit Geld gibt dafür, und sonst nichts. Und die Chinesen verkaufen dann mit diesem Geld dann ihre Materialien und machen daraus auch noch große Nachrichten. Eine Spendenaktion sozusagen. Die tun aber, so, als wären es eine Spendenaktion. Darf ich da nochmal nach? Heißt das, da werden Staaten, Präsidenten, wer auch immer, dazu gebracht, sozusagen öffentlich zu behaupten, das sei ein Geschenk aus dem Reich der Mitte, aus China? Das ist eine Mischgeschichte. Wird das Ding von der EU finanziert? Das ist eine Mischgeschichte. Im Falle von Serbien ist das eher so ein klassischer Vucic, der grundsätzlich immer versucht, andere Großstaaten gegeneinander auszuspielen. Okay. Niemand zwingt ihn dazu.
Aber er spielt natürlich auf der Klaviatur, und da sind wir uns ja 100% einig, der spielt natürlich damit an, dass die Leute das Gefühl haben, dass Europa ihnen nicht beisteht. Das hat was damit zu tun, dass wir nicht erzählen. Ich glaube nicht, dass viele Leute wissen, dass wir diese Lieferung geliefert haben. Aber es hat auch was damit zu tun, dass beispielsweise in Europa zunehmend das Gefühl da ist, auch innerhalb der Union das Gefühl ist, dass die Nordstaaten finanziell zu dominant sind und die Südstaaten dann dementsprechend... Aber ab heute ist das doch nicht funktioniert. Aber ab heute ist das doch vorbei. Einer nach dem anderen, Frau Hoffmann. Diese erste Reaktion in Deutschland zu sagen, wir geben erstmal nichts von unseren Masken ab, das war natürlich auch verheerend. Ja. Und ich meine, der Außenminister hat das gerechtfertigt, indem er gesagt hat, wir machen es wie im Flugzeug. Erst setze ich selbst die Maske auf und dann helfe ich dem Nachbarn. Wenn man sich dieses Bild mal wirklich überlegt, das ist... Das betraf im Übrigen nicht nur Italien. Jeder ist sich selbst. Der Regierungschef von Luxemburg hat sich gemeldet sofort und hat gesagt, im Übrigen, wir mit unserer Verfasstheit, dem kleinen Staat, wir haben gar keine Manufakturen, wir bauen selber nichts. Wie sollen wir jetzt noch irgendwo Fabriken herbekommen, wo wir Masken herkriegen oder was? Ja. Das hat dazu geführt, dass man das dann innerhalb von ein paar Wochen, aber die erste Reaktion war verheerend, tatsächlich europaweit ausgeweitet hat, aber weiterhin bis heute nur innerhalb der Europäischen Union. Und es funktioniert so. Aber Herr Nuripur, aber heute hat es doch anders. Frau von der Leyen ist heute im Europaparlament gewesen mit einem Solidarpakt, der beruht auf einer Entscheidung zwischen Macron und Merkel. Endlich. Das ist eine Zäsur. Die Kommission und die Europäische Union bekommt neue Kompetenzen und will damit auch Solidarität zeigen. Ja, das ist wahr, jetzt, aber damit ist solchen Einflussnahmen, die ja im Grunde peripher sind, China kauft sich Wohlwollen überall in der Welt, in Afrika und überall. Wir werden das gleich nochmal am Beispiel WHO einmal besprechen. Auch in der WHO natürlich. Ja, da gibt es ein sehr seltsames Dokument, ein Fernsehdokument, das man sich mal in Ruhe zu Gemüte führen muss. Wobei, wenn Sie sagen, da ist quasi eine Narbe wieder verheilt, das decken wir mit sehr viel Geld wieder zu. Ja. Mein Eindruck ist, auch wenn man sich mal anschaut, Europäische Union, auch die Europäer insgesamt, die Tatsache, dass wir in der Finanzkrise zum Beispiel, dass plötzlich der Hafen von Piräus eine chinesische Angelegenheit war, das hat ja ganz konkrete Folgen, ganz konkrete Konsequenzen. Und wenn man sich mal anschaut, wie halbherzig dann zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen plötzlich geahndet werden, Thema Uiguren oder so, da kommt gar nichts mehr. Ja. Das ist richtig. Es gibt Staaten wie allvoran in erster Linie Ungarn, aber es gibt auch andere, die dann Großverkäufe gemacht haben und dementsprechend Investoren haben und das nicht gefährden wollen, die sich einfach im Europäischen Rat mehr oder minder weigern, harsche, klare Klartext tatsächlich auch anzuwenden, wenn es um 1 Million Leute gibt in finsteren Gefängnissen bei den Uiguren in Xinjiang. Wenn es um Hongkong geht, jetzt aktuell, wenn es um die Sicherheitsgesetzgebung gibt. Und das ist natürlich verheerend. Und natürlich müssen wir überlegen, wie wir diese Art von Verwebung, die uns politisch schadet, weil es nicht darum geht, irgendwo da hinten passiert irgendwas, das geht mich nichts an, sondern China hat in dieser Pandemie den Systemwettbewerb laut und klar ausgerufen. Ihr System, behaupten sie, sei überlegen und unsere Demokratie nicht. Das war schon immer subkutan da, aber jetzt machen die das super aggressiv und sagen, seht her, wir kriegen das hin und ihr nicht. Wenn wir diesen Wettbewerb an Systemen bestehen wollen, und das sollten wir dringend, weil wir reden jetzt den ganzen Abend über Grundrechte und Demokratie, wie man die retten kann, dann müssen wir natürlich auch gucken, dass wir sehr klar und deutlich wenigstens ansprechen, was in China alles schiefläuft. Ist doch empörend. Im Grunde nutzen die Chinesen Corona, um ihr Volk jetzt weiter in einen Unterdrückungsstaat zu bringen. Ja, das ist ja, in eine totale Überwachung ihres sozialen Verhaltens. Sie haben nicht nur die Meinungsfreiheit im Griff, sie haben ihre ganze Bevölkerung im Griff. Ja. Ulf Roller beobachte ich die ganze Zeit, der da hinten das eine oder andere Mal nickt und das eine oder andere Mal eher zweifelnd den Kopf von links nach rechts bewegt. Und Herrn Dümmel würde ich auch gleich noch dazu fragen wollen. Ulf, du sagst ja selber, wir sind im Grunde auf eine Art und Weise auch wirtschaftlich von den Chinesen abhängig. Und da reden wir jetzt nicht nur als sozusagen verlängerte Werkbank wie bei Herrn Dümmel, der sagt, ich brauche die, damit die schlicht und ergreifend zu bestimmten Preisen meine Produkte herstellen, sondern auch als Markt. Das heißt, im Grunde wird ein großer Wohlstand, deutscher Wohlstand, wird doch in China längst erwirtschaftet. VW verkauft jedes dritte Auto in China mittlerweile. Das heißt, ohne diesen chinesischen Markt sind wir doch eigentlich erledigt. Ist es nicht eher so, dass wir im Grunde sozusagen uns über etwas aufregen und uns beschweren, was aber ganz wichtig ist, um unseren Wohlstand zu sichern in Zukunft?
Also die chinesische Regierung würde wahrscheinlich sagen, die gesellschaftliche Stabilität in Deutschland, und die ist ja sehr stark auch mit dem Wohlstand verbunden, hängt von unserem System ab. Also von einem System, was die Deutschen ablehnen, sind sie abhängig, ihr gesellschaftliche Stabilität. Die Chinesen sind davon ziemlich tief überzeugt, und das sieht man, weil jetzt der Angriff auf Hongkong kommt. Und der Angriff auf Hongkong hat einen hohen Symbolwert, weil es natürlich der Test ist, ob der Westen sich wehrt oder nicht wehrt. Und die ganz einfache Frage ist nicht Protestnoten und so weiter, das haben die Chinesen eingepreist, sondern ist zum Beispiel Europa bereit, Sanktionen einzugehen? Ist der amerikanische Präsident bei ihm vielleicht aus einer anderen Motivation, um eine Wahl zu gewinnen, bereit, Sanktionen einzugehen? Also ist man bereit, seine Freiheit, die einem so wichtig ist, dafür einen Preis zu zahlen, einen substanziellen. Die Chinesen würden sagen, nein, das sind wir nicht. Und deswegen greifen sie Hongkong an. Und man muss sich, also ich sage das so drastisch oder ziehen es jetzt auf Linie, schaffen, machen aus den zwei Systemen, was immer eine Illusion war, machen sie eins. Es gibt nämlich nur ein System in China. Mhm. Und das ist das System, was der Präsident Xi will. Und man muss sich keine Illusion hingeben. Das ist der nächste Schritt. Und wenn man diesen Schritt ungeschehen vorbeiziehen lässt, dann wird das Südchinesische Meer immer mehr eine Problemregion werden. Taiwan, dann wird Taiwan immer stärker und unter ein größeres Problem werden. Also an diesem Konflikt, dass China eine neue Weltmacht ist, die quasi eine andere Rolle spielt als früher unter früheren Präsidenten, wo man gesagt hat, wir produzieren für die Welt, aber wir sind sehr defensiv. Diese Zeiten sind vorbei. Dieser Präsident hat die klare Auffassung und die historische Mission, China wieder an den Platz zu bringen, wo die Chinesen eigentlich glauben, dass sie hingehören, nämlich eine absolute Weltmacht, die bestimmt wo es lang geht. Und im Grunde muss man doch sagen, dass was hier auch oft in Sonntagsreden beschworen wird, sozusagen Wandel durch Handel und so weiter, das hat ja im chinesischen Fall nicht so funktioniert, Nein. wie wir uns das vorgestellt Nein. haben. Also das hat nicht Mit zu Demokratie und Freiheit und Meinungsfreiheit geführt. Das ist eine Illusion. Und man merkt es einfach, dieses Selbstbewusstsein, wir merken das auch täglich, dass sich unser Leben in der Berichterstattung, also von Stefanie Schönborn, mir täglich verschärft. Die Kontrolle wird massiver. Die Einschränkung der Auslandspressefreiheit, die heimische hat ja keine Pressefreiheit, ist massiver. Selbst harmlose Interviews, die wir gemacht haben vor dem Volkskongress, der jetzt tagt, an öffentlichen Plätzen, wo wir bewusst gefragt haben, wie großartig ist Xi, weil wir mal einfach so Propaganda-O-Töne haben wollten, führt dazu, dass die Polizei unser Material beschlagnahmen will. Also tägliche Diskussionen. Die Kollegin Schöneborn ist bei der Drehreise, sorry, ich werde da ein bisschen emotional, permanent von der Polizei beobachtet worden und da am Drehen gehindert worden. Das ist ein Unterschied. Das ist eine neue Qualität, die hier stattfindet. Und ich kann Herrn Baum nur recht geben, da wird unter dem Vorwand des Gesundheitsschutzes wird quasi eine ideale Vorlage für die Chinesen, das zu machen, was sie sowieso vorhatten in diesem Jahr 2020, dieses sogenannte soziale Credit System, also ein Sozialbenimmsystem einzuführen über eine Telefonkontroll-App. Das machen sie, die ganzen Vorlagen lagen in Schubladen. Jetzt wird das durchgezogen und man muss sich keine Illusion machen, Corona wird irgendwann vorbei sein, aber die Kontrolle wird bleiben. Also, Ulf, danke dir sehr herzlich, wünsche dir weiterhin alles Gute für deine Arbeit in Peking und freue mich sehr, wenn wir uns dann irgendwann mal hier live in Hamburg sehen. Gibt viel zu besprechen, wie wir gerade gemerkt haben. Ich würde gerne Herrn Dümmel an dem Punkt fragen, wenn wir das alles so hören. Ich habe dieser Tage eine Zahl gelesen, die hat mich enorm beeindruckt. Ein Drittel aller Produkte, die weltweit hergestellt werden, Industrieprodukte, entstehen mittlerweile in China. Das hat nicht nur damit zu tun, dass das sozusagen günstig ist, das hat auch damit zu tun, dass die es einfach besser können. Und selbst die Maschinen, von denen wir immer dachten, wir bauen die, um denen die Möglichkeit zu geben, sozusagen unsere Sachen zusammenzubauen, stimmt auch nicht. Bauen die mittlerweile selbst, auch die Maschinen. Aber sie müssen sie verkaufen. Was bedeutet das für Sie in Ihrer Arbeit? Wie hat sich das verändert im Laufe der letzten 29 Jahre? Wie arbeitet man mit den Chinesen zusammen? Also jetzt muss man erst mal sagen, weil ich werde ja oft angesprochen, oh, musst du alles in China machen oder so. Ich bin der größte Fan von Made in Germany. Ich würde gern alles in Deutschland oder in Europa produzieren.
Das geht nicht, weil nicht nur günstiger, sondern auch viel schneller, auch selbst in Werkzeugbau und so weiter, wenn du Produkte entwickelst, sind sie deutlich schneller, weil sie natürlich auch mehr Menschen haben. Es hat sich schon so entwickelt, dass die, du hast immer, wir hatten vor circa 12 Jahren bei uns ein Strategiepapier mal von wegen Abhängigkeit von China, mehr in Deutschland, Europa produzieren. Das ist so ein bisschen wie die ganze Umweltthematik. Mhm. Jeder Mensch sagt, Umwelt ist wichtig und wir müssen was tun, wir müssen was tun. Aber keiner ist wirklich bereit, deutlich mehr. Wenn du ein bisschen mehr, sind die Leute bereit. Mhm. Aber deutlich mehr zu bezahlen, was du in gewissen Themen musst, dann gibt's das auf einmal nicht so. Und wenn du im Wettbewerb stehst, dann bist du dem auch in gewisser Weise ausgeliefert. Mhm. Wie in der Anmoderation gesagt, würde ich alles morgen in Deutschland produzieren, wäre unser Unternehmen nicht überlebensfähig. Mhm. Wir tun das sehr viel mit eigenen Ideen, wenn wir selbst eigene Innovationen haben, wo du preislich nicht vergleichbar bist, da versuchst du dann in Deutschland. Und wir schaffen es auch prozentual, mehr in Deutschland und in Europa zu fertigen. Das geht auch gerade aufgrund so einer Berichterstattung, die uns bekannt ist, weil wir ja auch sehr viel Kontakt und täglichen Kontakt mit China haben. Es ist halt so, dass da ist das natürlich auch verpflichtet, der Verantwortung, nicht die totale Abhängigkeit zu haben. Aber es ist nicht möglich, auch für so ein Unternehmen, wie wir es sind, zu sagen, wir machen mal eben 50% ab nächsten Jahr, produzieren wir in Deutschland oder Europa. Aber wie abhängig sind denn die Chinesen von uns? Müssen ihre Produkte ja verkaufen. Sie nehmen ja am Welthandel teil. Ja, total. Total. Deswegen, ja, ist richtig, ja. Ich sehe das auch so, dass wenn du aufhörst, wenn die Chinesen, und das merkst du ja mit den Fabriken, wo wir auch im großen Stil arbeiten, und Masken war jetzt ja ein Thema, das ist, sowas habe ich in 30 Jahren nicht erlebt. Weil jeder Chinese, wo er gemerkt hat, oh, die Wirtschaft, da kommen noch Aufträge, wie geht's weiter, und da Lockdown, hat jeder angefangen Masken. Also die wussten nicht, was Masken sind und so. Jeder hat angefangen, Masken zu produzieren. Es war relativ schnell. Das sind so Windelfabriken, die dann über Nacht umgebaut werden. Da würde ich ja noch sagen, da sind wir noch in der Textilbranche. Da würde ich das fast noch verstehen. Haben Leute, die nie was mit irgendwelchen Gesundheitsprodukten zu tun haben, haben gesagt, ich kann Masken. Also ich habe tagelang... Das ist in Deutschland auch so, oder? Ich wollte gerade sagen, ja, das kommt in sehr bekannt auch. Vor. Ja. Ne, nehmen Sie die Ausschreibung vom Bund, da hat ja auch jeder gewonnen, der irgendwo Zeit hatte, im Computer was einzugeben. Das ist ja die Wahrheit am Ende. Genau. So. Und da muss man denen ja noch ein Kompliment machen, die sagen, oh, ich habe mich bemüht und habe mich gekümmert. Aber die Frage ist ja nachher, wie sicher und wie seriös können die am Ende solche Dinge umsetzen? Sie haben da auch mitgemischt in diesem Maskenbusiness? Ja, wir wurden dann angesprochen und haben natürlich auch dann gesagt, aufgrund unserer Kontakte angesprochen und haben dann gemerkt, dass halt sehr viel mit Zertifikaten, stimmen die und so weiter. Das, was du im normalen Tagesgeschäft mit Produkten ja erlebst, dass du Sachen überprüfen lässt, vor Ort überprüfen lässt, hier nochmal prüfen lässt und so. Und drüben hat jeder, der irgendwie mit Stoff was zu tun hatte, und die haben auch, sind wirklich mit Geld in die Fabriken, die Leute, und haben Masken weggekauft. Was heißt die Leute? Wer sind die Leute? Ja, international alle. Also das sind wirklich, es wurde gehandelt wie Gold. Ganz am Anfang, jetzt beruhigt sich's ja gerade, es wurden relativ schnell 200 Millionen Masken pro Tag in China produziert. Wow. Pro Tag. Es war aber so, dass natürlich Frankreich, Amerika, überall, wir waren in einer Fabrik, hatten einen Auftrag, alles war klar, Amerikaner kamen, zahlen mehr und wir bestellen das Dreifache und dann gingen die Aufträge dahin. Da sind die Chinesen ja auch dann sehr geschäftstüchtig. Gut, wer will es ihnen verübeln? Ja, genau. Würden wir genauso machen. Aber das heißt, die Geschichten, die wir da auch teilweise gehört haben, die teilweise den Charakter von Gerüchten hatten, dass da Masken weggekauft wurden, die eigentlich schon für Deutschland oder andere Länder... Ja, ohne Ende, an Flughäfen, wo Luftfracht, du hast versucht, Luftfracht zu kriegen, der Luftraum wurde knapper. Innerhalb von 3 Tagen hat sich der Luftpreis bei einer Maske von 9 Cent auf 40 Cent erhöht. Hm. Nur die Luftfrachtkosten. Ja. So, weil der Luftraum knapper wurde. Leute haben überlegt, Maschinen rüber zu schicken. Ja. Aber dann weißt du nicht, kriegst du die Masken? Am Flughafen wurde Ware weggekauft. Bis die Leute mal so schlau waren und haben gesagt, du musst nicht mehr Ware wegkaufen, du musst zum Rohstofflieferanten, musst den Zellstoff wegkaufen. Dann bist du ja wieder einen Schritt voraus. So, und so sind die Leute dann hin und sind in Fabriken gegangen und haben sich dann um den Zellstoff gekümmert und haben da höhere Preise geboten. Und dadurch war ja dieser Markt. Und dann ist das ja so auch in dem Business, dass natürlich jedes Gespräch, wo jemand über Masken redet, das multipliziert ja ohne Ende.
Also ja, irgendwie, wenn einer 20 Millionen Masken, das dauerte ungefähr so 2-3 Tage, da waren das ja 160 Millionen, weil jeder hat erzählt, der braucht welche, der braucht welche. Und jeder Anruf, ich habe Telefonate geführt, wo ich dann rangegangen bin und sage, oh, endlich mal ein Gespräch, wo es nicht um Masken geht. Oh Mensch, deswegen rufe ich dich gerade an. Ich will da ja auch einsteigen und habe gehört und da wird viel Geld verdient und so weiter. Und dann wurden ja auch Mondpreise bezahlt, weil du nicht an Ware rankamst und so weiter. Dann war es aber so bei uns so, dass wir gesagt haben, ja, wir haben gute Connections, wir haben auch Leute vor Ort. Ich habe 2 Qualitätsbüros vor Ort, eins in Hongkong, eins in Ningbo, wo wir nicht Einkauf machen, sondern nur Qualitätscheck prüfen, die Fabriken überprüfen, ob das Richtige in Container eingepackt wird, was du bestellt hast. Ja. Und diese Geschichten. Und die waren natürlich in der Lage, auch was die Zertifikate sind, vor Ort zu prüfen, ist auch das, was da produziert wird, das, was nachher eingeladen wird und so weiter. Herr Baum hat eine Frage, ja? Also ich habe eine Frage, die von den Masken weggeht. Die China-Weltmacht, wo sind die Gegengewichte? Was passiert in der Welt? Wer hält den Machtgelüst der Chinesen etwas entgegen? Im Grunde wären das die Amerikaner, immer noch Weltmacht. Im Grunde auch. Es ist gut, dass Sie die Frage selbst beantworten, weil es gibt keine richtige Antwort. Wo gibt es Gegengewichte? Wir können doch mal ganz aus dem... Und das ist... das. Ich würde gerne noch einen Satz zu Ende machen von dem, was ich eben erzählt habe. Genau, machen wir gleich noch ausführlicher. Nur einmal das kurz eingeschoben. Herr Nuripur. Ich glaube, dass das von uns selber abhängt. Natürlich sehen wir nicht das Gegengewicht zu China. Und natürlich gibt es nicht den einen Hebel, mit dem man alles ändern kann. Aber es ist nicht nur Klartext. Es ist natürlich Verflechtung weiter aufrechthalten, wo es gebraucht wird. Aber auch entflechten, wo es nicht sein muss. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir keine Antibiotika mehr selber herstellen, alles nach China kommt. Es ist doch absurd. Aber das mit dem System, was auf der anderen Seite das auch politisch ausschlachtet, ist natürlich ein Schwachpunkt, den man nicht haben muss. Nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern auch in der Politik. Und das Dritte ist, wir müssen einfach verstehen, dass die Chinesen eine große Geduld mitbringen, die wir auch haben müssen. Und deshalb, mit Verlaub, bin ich komplett anderer Meinung, dass der Satz, das hilft doch sowieso nicht, an irgendeiner Stelle hilft. Es gibt haufenweise Dinge, die man im Kleinteiligen machen muss und einfach gucken muss, dass es summiert. Ein Beispiel. Es gibt seit Jahren ein Lamenti darüber, dass China ja mittlerweile alle ökologischen, sozialen Standards in Afrika unterspült, weil sie kommen, bringen Geld, schmeißen um sich und kaufen damit Einfluss. Haufen Sympathie. Jetzt gibt es haufenweise Staaten, nicht nur in Afrika, aber gerade die ärmsten 20, die wirklich massiv jenseits der Existenzgrenze schon vor der Pandemie waren, aber jetzt wirklich kollabieren oder kurz vorm Kollaps sind. Sie kommen und bitten um Entschuldung. Die Chinesen haben sich gerade so verschuldet, die haben 310% Verschuldungsquote, Stand jetzt, dass die sagen, das geht aber nicht. Das wäre ein Punkt, wo ohne wirklich, es geht nicht um viel Geld, wenn man es im internationalen Vergleich sieht, wo wir einfach mit einer Geschwindigkeit, mit einer kleinen Maßnahme wieder ins Geschäft kommen könnten, damit meine ich jetzt nicht Geld, sondern wirklich Einfluss wieder gewinnen könnten, wieder Gehör finden könnten in Staaten, in denen die Chinesen die letzten Jahre die Preise diktiert haben. Und das wäre eine solche Maßnahme. Mhm. Es gibt für vieles Antworten, es gibt kein Passepartout, es gibt nicht die eine Lösung, aber wir müssen diesen Systemwettbewerb annehmen in unseren Köpfen. Ja, wir müssen ganz viel mit denen operieren, wo es gebraucht wird. Aber wir müssen auch gucken, dass es ganz viel Kleines gibt, was summiert dann tatsächlich ein Gegengewicht zu China. Die Schwierigkeit für Europa ist ja in Wahrheit, dass wir in dieser G2-Welt, also in der Welt, in der wir 2 Supermächte haben, unsere Rolle erstmal finden müssen. Und wir werden ja von 2 Seiten unter Druck gesetzt, nämlich sowohl von den Amerikanern, die ja letztlich uns nicht mehr als Partner behandeln, sondern als Gefolgsleute. Die wollen Gefolgschaft. Ja. Und die Chinesen, die genauso auch die Europäer unter Druck setzen und sagen, wenn ihr nicht mit uns seid, dann seid ihr gegen uns. Und auch ihre ökonomische Macht natürlich bereit sind einzusetzen. Und da ist es natürlich verheerend, wenn jetzt die Ungarn was anderes sagen als die Franzosen und die Italiener noch was anderes. Ja. Und da ist es halt, das Problem für Europa. Wir haben Herrn Düngel gerade unterbrochen, als es um Masken sozusagen noch ging. Aber wenn wir davon kurz weggehen, das ist klar irgendwie oder klar geworden, was das für ein Wahnsinn damals war. Vielleicht können wir zum Schluss noch einmal ganz kurz, weil ich das schon mehrfach angesprochen habe, WHO. Also mal zu verstehen, wie weit da der Einfluss wirklich geht. Herr Baum sagt auch gerade zustimmend, ja, muss man drüber reden. Auf allen Ebenen der UN hat China offenbar mittlerweile großen Einfluss, um nicht das böse Wort sozusagen Unterwanderung zu benutzen. Aber ich sag mal, in die Lücke, die entsteht, wenn sich Amerika zurückzieht, in diese Lücke geht China ganz offensichtlich rein.
Und es gibt diesbezüglich ein sehr interessantes Dokument. Eine Journalistin eines Fernsehsenders aus Hongkong führt ein Gespräch mit Professor Bruce Aylward. Das ist der Senior Advisor des Generaldirektors der WHO. Und es geht um die Frage, wie Taiwan auch durch diese Krise kommt. Und es ist sehr interessant zu hören, die Reaktion auf den Begriff Taiwan. Denn Taiwan existiert für China offiziell nicht, ist also ein Teil des Landes und seltsamerweise auch für die WHO nicht. Bitte schön. Would the WHO consider Taiwan's membership? Hello? I couldn't hear your question. Okay, let me repeat the question. No, that's okay. Let's move to another one then. Right, because I'm actually curious on talking about Taiwan as well, on Taiwan's case. We decided to give Dr. Aylward another call to follow up. And I just want to see if you can comment a bit on how Taiwan has done so far in terms of containing the virus. Well, we've already talked about China. And, you know, when you look across all the different areas of China, they've actually all done quite a good job. So with that, I'd like to thank you very much for inviting us to participate. And good luck as you go forward with the battle in Hong Kong. Herr Baum lacht. Oh Gott. Ich find's krass, was sehen wir da? Erst tut er so, als würde er sie nicht hören. Mhm. Ja. Dann legt er auf und sagt dann, über China haben wir schon gesprochen. Sie hat aber nach Taiwan gefragt. Er knickt ein. Was ist denn der Hintergrund für diese Geschichte? Im Übrigen gibt es da noch ein Nachspiel. Die Redakteurin, die Redaktion hat Ärger bekommen. Die Regierung Taiwans hat gesagt, sie hätten damit gegen ihre Regularien verstoßen und ein Land, zwei Systeme als Prinzip verletzt. Und dann hat sowas wie der Programmbeirat sich das nochmal angeguckt und das nochmal zurückgewiesen. Also da gibt es auch Druck in Hongkong darauf. Kann ich mir vorstellen. Es ist offensichtlich so, dass die WHO unter Kritik steht, auch von Trump. Und es ist offensichtlich, und ich bin nicht dafür bekannt, sein bester Freund zu sein, dass Trump nicht mit allem Unrecht hat, was er da erzählt. Mitte Februar hat die WHO noch die große Transparenz in China gelobt. Und der Grund dafür ist einmal der Chef. Der Chef ist auch vorher schon ein großer Freund Chinas gewesen. Es gab Proteste. Ich habe selber Briefe geschrieben, damals die Bundesregierung angefleht, was dagegen zu tun, dass Tedros Chef der WHO wird. Äthiopien, der war vorher schon als Gesundheitsminister und Außenminister involviert in große Verbrechen gegen eigene Bevölkerungsgruppen in Äthiopien, in Europa. Geheimdienstchef, ja, mal. Und da war Außenminister und alles Mögliche. Kann man sagen, das ist jemand, der Blut an seinen Händen hat? Das kann man so sagen. Tedros hatte Blut an den Händen. Der Chef der WHO? Ja, wobei ich sagen muss, ich habe wochenlang versucht, dafür Aufmerksamkeit zu generieren, dass er das nicht werden soll, habe viele Briefe geschrieben und habe nicht besonders viel Resonanz gefunden und viel Aufmerksamkeit dafür bekommen. Aber es ist, heute wird das wieder klar, wie bei ganz vielen anderen Fällen, wo man seine Hausaufgaben nicht macht. In der Krise fällt es jemandem auf die Füße. Die WHO ist jetzt nicht chinesisch dominiert, aber es gibt einen riesigen Zuwachs an chinesischem Einfluss, weil es auch einen riesigen Zuwachs gibt an Geldflüssen Chinas, die da reinkommen. Und das ist nicht nur die WHO, das sind überall da die Orte, wo die Chinesen oder die Organisationen, wo die Chinesen mehr tun, weil die Amerikaner sich auch beispielsweise zurückziehen. Und einer der Punkte zum Thema Gegengewicht, einer der zentralen Punkte ist, dass man die internationalen Organisationen, gerade für uns Europäer, von zentraler Bedeutung, damit die internationale Ordnung nicht zerbricht und nur noch die Starken dominieren, dass wir auch Geld in die Hand nehmen, um unseren Einfluss dort auszubauen, nur, und damit das nicht so kommt, wie wir es da kennen. Letzter Punkt, das kanadische Parlament, Herr Aylward ist Kanadier, war empört und entsetzt über dieses Interview, hat ihn gebeten zu kommen und zu berichten. Und nach wochenlangem Hin und Her gab es eine Antwort von der Direktion der WHO. Der Herr Aylward würde nicht kommen können, leider, aber er wäre bereit, Fragen schriftlich zu beantworten. Man kann sich vorstellen, wie diese Frage... Der Mann, den wir eben gesehen haben. Genau, wie man das alles am Ende abgestimmt hätte. Daraufhin hat das kanadische Parlament darauf verzichtet. Nur mal fürs Protokoll, ist auch interessant in dem Zusammenhang, und damit schließt sich der Kreis zu Corona. Am 31. Dezember hat Taiwan bereits die WHO versucht, darauf aufmerksam zu machen. Sie wissen das mit Sicherheit, dass dieses Virus sehr wohl von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Noch Mitte Januar hat die WHO das bestritten und hat gesagt, wissen wir nicht, gibt es keine Evidenz dafür, haben wir nicht so richtig im Blick.
erst am 23. Januar wurde das dann endgültig offiziell von denen bestätigt. Das heißt, die haben wertvolle 3 bis 4 Wochen verloren. Wir haben vorher im Übrigen 4 Wochen in China verloren. Aber wie kann denn sowas, ja, das auch, aber wie kann denn sowas sein, ernsthaft? Da kommt ja noch was da oben drauf. Die zentrale Frage der Dame ist ja, wie macht es eigentlich Taiwan? Weil Taiwan hat eine Eliminierungsstrategie, die dämmen nicht ein, die eliminieren. Die haben mittlerweile 0 Neuinfektionen. Die haben 24 Millionen Einwohner. Ja. Alle Flughäfen und Häfen sind offen. Die haben bis heute 7 Tote. Und das jetzt spricht vieles dafür, dass es so bleibt und dass es nicht wirklich zunehmend wird. Das heißt, ihre Erwartungen sind, ihre Erfahrungen sind kostbar für die Menschheit. Genau. Und die WHO verweigert sich das, weil 2016 die Chinesen gesagt haben, der Beobachterstatus, den Taiwan vorher hatte bei der Weltgesundheitsorganisation, ist nicht mehr erwünscht. Und seitdem sind sie nicht mehr drin. Und das ist einfach ein Riesenproblem. Ist es. Und wir müssen, das ist nicht nur die WHO, im Übrigen ganz viele andere Aggressionen Chinas, gerade auch Richtung Taiwan, mehr Militärmanöver und so weiter. Also wenn man das Wort Seidenstraße hört, das klingt immer so verträumt und so. Wobei und so man romantisch sagen muss, was Herr Roller gesagt hat, ist ja richtig. Hongkong ist ja wirklich der Testfall für die große Trophäe und das ist der Taiwan. Aber es ist einfach schlicht skandalös, dass eine UN-Organisation die wichtigsten Erfahrungen, die es im Kampf gegen die Pandemie gibt, nicht einspeisen lässt, weil das den Chinesen politisch nicht genehm ist. Genau. Und was wir dagegen tun müssen, ist einfach unseren Einfluss dort wieder zurückerobern. Das geht auch über Geld. Und die Weltmacht USA fällt aus. Richtig. Heute leider. Und China hat, wie einer uns ja schon gesagt hat, einen Digital-Leninismus. Im Übrigen sind USA und China die einzigen Staaten auf der Welt, die das Geld haben, die sich gerade weigern, in den gemeinsamen Pool für die Erforschung und Entwicklung des Impfstoffs einzubezahlen, weil die das jeweils selber machen wollen. Das ist einfach verheerend, aber das gibt uns erst recht eine große Verantwortung, dass wir das gemeinsam mit anderen machen. Es ist Politik und es ist schmutzig, so wie diese Impfung, die da möglicherweise kommen wird. So nennen das Mediziner eine schmutzige Impfung, ja. Die freie Welt muss stärker zusammenhalten, auch Europa. In diesem Sinne, das hören wir jetzt einfach mal aus Ihrem Mund, Herr Baum, und nehmen das mit in die Nacht. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Das hat großen Spaß gemacht, auch mal auf die Rolle Chinas genauer zu gucken. Frau Hoffmann, vielen Dank. Ich bedanke mich bei Herrn Wümmel ganz, ganz herzlich, bei Herrn Baum, dem wir alles Gute wünschen weiterhin. Und bei Omid Nuripur, vielen Dank. Jetzt die Kollegen von Heute Plus. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss.